Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Zu den ersten größeren Demonstrationen in der DDR nach dem Wechsel an der SED-Spitze ist es gestern Abend in Dresden sowie heute Nachmittag in Ost-Berlin und, wie vor wenigen Minuten bekannt wurde, auch in Plauen gekommen. In Plauen gingen mehr als 30.000 Menschen mit der Forderung nach mehr Demokratie, freien Wahlen und nach Zulassung der Oppositionsgruppe Neues Forum auf die Straße. Hier in Ost-Berlin fassten sich mehrere tausend Menschen an den Händen und zogen vom Palast der Republik über den Alexanderplatz zum Polizeipräsidium in der Keibelstraße. Sie protestierten gegen gewaltsame und brutale Übergriffe von Polizei und Staatssicherheitsdienst bei den Protestkundgebungen am 7. und 8. Oktober. Der Schweigemarsch verlief friedlich. Auf der Straße unter den Linden stellte sich SED-Politbüromitglied Schabowski der Kritik der Demonstranten. Ich finde das sehr schön, dass Sie hier Rede und Antwort stehen und dass Sie Schlimmes verhüten wollen. Aber wenn sich bei den Reisesachen da nichts tut oder wenig oder wieder man denkt, das ist wieder eine Falle, und dann können Sie es auch nicht verhindern, Herr Schabowski. Wir werden damit leben müssen eine Zeit lang, dass alles, was wir machen jetzt, als eine Falle verstanden wird, obwohl es keine ist. Reisefrage ist eine Frage von höchster Priorität. Deshalb die Ausarbeitung, deshalb schon Anfang der nächsten Woche darüber Erörterung und Debatte in den Gremien, die also darüber befinden müssen und auch die entsprechenden Dinge an die Öffentlichkeit tragen müssen. Mehr will ich jetzt dazu nicht sagen. Auch in Dresden hatte es gestern Abend keinerlei Zwischenfälle gegeben. Mehrere 10.000 Menschen demonstrierten hier für Reformen und demokratische Erneuerung. Viele von ihnen trugen Kerzen, die sie am Rathaus und an einem Revier der Volkspolizei abstellten. Dem Schweigemarsch, der sich nach einer Friedensandacht in der Kreuzkirche formiert hatte, schlossen sich immer mehr Menschen an. Augenzeugen schätzten die Menge zeitweise auf 50.000. Die amtliche Nachrichtenagentur ADN sprach in einer kurzen Meldung von 20.000 Teilnehmern. Die Polizei hatte sich darauf beschränkt, den Verkehr zu regeln. Der neue SED-Chef Krenz wird demnächst nach Moskau reisen. In einem Telefongespräch hat der sowjetische Staats- und Parteichef Gorbatschow ihn dazu heute eingeladen. Nach Ostberliner Angaben will Krenz in Moskau über die politischen Vorhaben der SED berichten und sich über die Reformen in der Sowjetunion informieren. Die Beziehungen zwischen SED und KPDSU seien fest und unzerstörbar und ein entscheidendes Fundament für die weitere Entwicklung des Sozialismus, habe Krenz versichert. Die Zahl der DDR-Flüchtlinge, die über die ungarisch-österreichische Grenze in die Bundesrepublik kommen, ist auch drei Tage nach dem Führungswechsel in der DDR unverändert hoch. Von Freitag früh bis heute früh wurden in Bayern 1.277 DDR-Bürger registriert. Die Rotkreuzstation in Nickelsdorf an der ungarischen Grenze heute Nachmittag. Das gleiche Bild seit nunmehr fast 6 Wochen. Seit dem Vorabend sind bereits wieder mehr als 700 Flüchtlinge registriert worden. Ohne Geld? Ja, ohne Geld. Die Wachablösung in Ost-Berlin hat die Neuankömmlinge unbeeindruckt gelassen. Der Wechsel von Honecker zu Krenz hat an Ihrem Entschluss nichts ändern können? Nein. Nein, ich kann das nicht glauben, was er da sagt. Und er hat ja auch noch nichts Konkretes gesagt. Das ist alles das, was, er hat eine lange Rede gehalten, was die anderen auch gesagt haben. Und das glaube ich nicht, dass da was rauskommt, dass der was ändert. Haben Sie bloß eine Maske gewechselt, weiter nicht? Ja, ich sehe da noch kein großes Licht. Sind Sie in Ihrem Familien- und Freundeskreis auch auf eine Reaktion gestoßen? Ihr lasst uns jetzt, wenn er rübergeht, ein bisschen im Stich? Ja, ich habe so das Gefühl, dass ich habe auch mit unserem Pfarrer gesprochen in der Gemeinde, und ja, der ist natürlich nicht sehr erbaut, wenn die Leute alle in die Bundesrepublik flüchten. Gerade aus dem Problem eben, weil eben die meisten Leute, die was ändern wollen, die Flucht ergreifen, und das ist natürlich für die DDR-Bürger selbst. Ja, die sehen das so als eigentlich eine Flucht vor dem Problem in der DDR. Wenn alle, die was ändern könnten, weggehen aus der DDR, wer soll dann dort was ändern? Ja, das stimmt. Aber man muss auch an sich denken, an die Kinder denken. Und in erster Linie an unsere Tochter. Was soll das denn noch? Wir haben zu Schwierigkeiten gehabt, eine Wohnung zu kriegen. Und was soll das erst werden mit ihr? Habt ihr auch ein bisschen Angst, dass sozusagen die Aufnahmebereitschaft in der Bundesrepublik nachlassen könnte? Ja, habe ich auch.